Straße, weil ja normalerweise bei Hofmeister war ja, meine Annelies war ja Hofmeister. Mhm. Das war ja Fußballspielen in Kirchheim, am Dinger bei den Bauern verböhnt. Mhm. Und aus dem Grund musste ich sagen, ich spiele nicht mehr Fußball, mhm. sondern ich gehe auf meinen Beruf zurück, Schneider. Als Schneider. Mhm. Als Schneider. Und das habe ich gemacht und habe auch meine Fußballschuhe mal von meiner Schwiegermutter kaputt gemacht und dass ich 100% nicht wusste, dass ich nicht mehr spiele. Mhm. Und dann bin ich in die Gebrichheim, bin ich an die, praktisch habe ich gearbeitet und das war so was. Ich bin ja dann wieder zu Hause, abends wieder nach Hause gekommen und dann läuft es bei meiner Schwiegermutter und steht ein Mercedes draußen und sagt, ich möchte Sie, ob bei Ihnen wohl noch der Herr Greitlein. Und sagt sie, ja, können wir den mal sprechen? Ja, sagt sie, dann bin ich hinaus zu Ihnen. Und haben sie gesagt, Sie haben doch in Fürth gespielt. Sag ich, ja, ich habe in Fürth gespielt. Und dann sagt er, und jetzt spielen Sie, Sie kennen das Spiel nicht wieder, wollen nicht mehr Fußballspieler. Eigentlich habe ich es nicht vor, weil ich ja versprochen habe, ich spiele kein Fußball. Genau. Mhm. Und dann sagt er, also in jedem Fall tun Sie sich überlegen, wir brauchen einen Spieler, wenn Sie bei uns spielen können, werden Sie sofort Vertragsspieler und haben die Möglichkeit, den Zuzug nach Stuttgart zu bekommen und dort ein Geschäft aufbauen. Mhm. Schon ein gutes Angebot. Und das ist ein Angebot gewesen, das habe ich akzeptiert, habe es angenommen. Und so ist es auch gewesen, haben sie mir wiederholt. Das hat sich aber ein Vierteljahr hingezogen. Zuerst bei Bräuning als Zuschneider. Dann irgendwie beim Schneider, wo ich früher auch gewusst habe, da bringe ich nichts. Und dann kam der Bräuninger hat gesagt, ich brauche einen Zuschneider. Mhm. Dann habe ich gesagt, ich kann zuschneiden, will ich nicht. Ich will ein Geschäft aufbauen. Mhm. Ich brauche Geschäftsräume. Genau. Und der Stuttgarter Sportclub ist ja dann mal der Verein gewesen, wo ich die mich geholt haben. Mhm. Und da habe ich zu dem Stuttgarter, von dem Präsident, habe ich gesagt, ich spiele bei Ihnen erst, wenn Sie mir irgendwie ein Geschäft mit Laden irgendwie oder irgendwo, wo ich mein Geschäft aufbauen kann. Mhm. Geschäftsräume zur Verfügung stellen. Das haben Sie also versprochen. Mhm. Was hat deine Schwiegermutter dazu gesagt? Was hat deine Schwiegermutter dazu gesagt? Nichts dazu gesagt. Die hat gesagt, das ist deine Angelegenheit. Mhm. Ja, und dann bin ich zum Stuttgarter Sportclub gekommen, mhm. habe dann gespielt, und zwar haben wir als erstes Spiel gemacht, das Stuttgarter Sportclub hat in der Amateurklasse oben, ganz oben gespielt und stand nur zum Abstieg. Und da ist ein Spiel in Ulm gewesen und in Ulm haben wir mit dem Sportclub, mit meiner und mit noch jemand von Convestheim, mit unserer Kraft haben wir dann in Ulm, SSV Ulm geschlagen. Ja, ja, war ja damals eine große Mannschaft, Ulm. Ja, und so kamen wir in die Entscheidung. Sind wir zu der Amateurmeisterschaft. Mhm. Und wie kam dann der Übergang vom Spieler zum Schiedsrichter? Und war verpflichtet, Fußball zu spielen. Mhm. Weil ich ja da meinen Gehalt auch bekommen habe. Und dann habe ich aber in einem Spiel, und zwar ist es in hier gespielt, Spiel gehabt, da ist auch meine Frau Anneliese dabei gewesen, und wir haben in Aalen, ist kein Schiedsrichter da gewesen, und da hat haben wir gesagt, wir machen ein Freundschaftsspiel, wenn schon, dann spielen wir ohne Schiedsrichter. Und dann haben wir aber der Mittelläufer hat gesagt, na, machen wir schon das Freundschaftsspiel, und hat mit mir da den Denkeles gemacht. Wir haben die eigentlich lächerlich gespielt. Mhm. Und er hat wieder so komische Bewegung gemacht. Und der Spieler von Aalen
geht an ihm vorbei, nimmt mit der Brust den Ball mit und geht in Richtung Strafraum. Und als er kurz vorm Strafraum zum Schuss anholt, bin ich mit meinem rechten Fuß dazwischen. Und da hat er genau durchgeschlagen und hat mir praktisch rechts irgendwie Verletzung zugezogen. Mein Anne ist oben auf der Tribüne gewesen und hat von den Bekannten, hat es geheißen, Frau Greinlein, Ihr Mann ist verletzt, der wird wieder tragbar herausgetragen. Und so kam das Ende meiner Spielezeit. Bin dann als Fußballspieler, wusste ich, dass ich praktisch das nicht mehr spielen kann. Ich habe es wohl noch wieder versucht, aber ich habe gewusst, mein Meniskus ist gerissen. Und da habe ich zu meinem Präsidenten gesagt, der Zahnarzt Oettinger aus Gablenberg, habe ich gesagt, Sie, ich muss gucken, ich habe ja ein Geschäft, ich muss versuchen, dass ich mein Geschäft vorstehe, ich muss irgendwie etwas tun. Und aus dem Grund hat er gesagt, also bringen Sie am kommenden Montag zum Professor Heuss in der Alexanderstraße und der untersucht Sie. Und da sind wir also hin, ist der Oettinger dabei gewesen, ist auch der Geschäftsführer dabei gewesen und hat der Arzt hat dann gesagt, ja, der Meniskus ist gerissen. Da sagt er, was heißt das? Und dann hat er gesagt, aufhören. Da habe ich gesagt, ja, aufhören, was heißt aufhören? Und dann hat er gesagt, ja, mit seinen Fußballspielen aufhören. Ja, und was wird dann? Wird es besser oder wie? Ja, das müssen wir irgendwie erst versuchen. Ich würde vorschlagen, Sie hören jedes ein halbes Jahr mal Fußballspielen auf. Und dann sehen wir weiter. Dann habe ich zum Oettinger gesagt, haben Sie das gehört? Am kommenden Sonntag spiele ich nicht mehr. Denn ich spiele nicht mehr mit meinem bandagierten Knie und habe noch eine Verletzung. Naja, klar, das geht ja nicht. Also ich spiele am Sonntag nicht mehr. Und habe das ein halbes Jahr durchgehalten. Und nach dem halben Jahr bin ich wieder zum Professor Dr. Heiß und habe gesagt, so sieht es aus. Und dann hat er gesagt, der Meniskus ist angerissen, jetzt können Sie Ihr Leben wieder anders gestalten. Und aus dem Grund bin ich nicht mehr Fußballspieler gewesen und habe einen Beruf gehabt. Ich habe dann mal die Gesellenprüfung gehabt und habe ein Geschäft aufgebaut. War ja Schneidermeister, klar. Ja, den bin ich ja. Und hast auch gute Kundschaft gehabt. Hab gute Kundschaft. Prominente Kundschaft gehabt. In Gablenberg ein Ladengeschäft gehabt. Habe in Gablenberg ein Ladengeschäft gehabt mit 5 Mitarbeitern. Alexanderstraße. Und du hattest Kundschaft wie Rudi Michel, glaube ich, war es, gell? Ja. Tim Tölke war dabei, Dieter Kürten. Viel Kundschaft aus dem Sport. Aus dem Sportbereich. Viel Kunden aus dem Sport. So bin ich aufgebaut und hab ja ein Geschäft in wenigen Jahren in Stuttgart gab es damals 3 gute Schneidermeister. Und da gehörte ich dazu. Das ist der Dings gewesen, der Konesny. Und ist der Münch gewesen und ich. Und der Rudolf Greitlein. Ja.